Jo Leute, was geht ab? Sepp am Start mit einem Trainingsvideo mal wieder. Gerade auf dem Weg nach Hause vom Gym, gerade eine Unterkörpereinheit absolviert und ich muss schon sagen, also ganz ehrlich, ich habe mir auf jeden Fall ein richtig geiles Meal verdient, weil ich hatte einen Muskelkater des Todes, also ich hatte echt wirklich wenig Lust, sage ich mal, heute wirklich zu squatten. Vor allem standen schwere Post-Squats an und schwer heißt einfach wenig Wiederholungen. Und ja, was soll man dazu sagen? Ne? Schwere Frontsquats mit Muskelkater des Todes, wer macht das schon gerne? Aber ich habe es richtig durchgezogen, ich habe nach dem Motto Keep Going alles gegeben, habe im RPE-System heute mal wieder trainiert. Ich trainiere nicht jedes Mal im RPE-System, aber heute war wieder eine RPE-Einheit. Ich habe so lange mit dem statischen Gewicht Sätze gemacht, bis ich eben an RPE 9 bei der vierten Wiederholung angekommen bin. Das heißt, eine fünfte wäre vielleicht gegangen oder vielleicht auch nicht. Wenn ich mir nicht mehr sicher bin, dass ich die fünfte kriege oder wenn die fünfte sehr, sehr, sehr grindy wird, dann habe ich halt eben aufgehört. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Sätze gemacht oder 7, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich 5 Sätze, glaube ich, gefilmt. Ja, und die seht ihr natürlich im Anschluss von meinem Gelaber hier. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Footage. Ich habe, glaube ich, sogar meine Aufwärmsätze mit aufgenommen. Da könnt ihr mal ungefähr gucken, wie ich persönlich mich aufwärme und wie ich es halt jedem empfehlen würde, sich aufzuwärmen. Und ja, wenn ihr mehr Trainingsfootage sehen wollt, dann schreibt es in die Comments, weil ich weiß, mein Trainingssystem ist zwar relativ simpel, also Oberkörper, Unterkörper, aber durch meine Periodisierung, das heißt, ich habe ja manche Tage, wo ich Pause-Squats mache, ich habe manche Tage, wo ich normale Squats mache, die meiste Zeit mache ich normale Squats, ich habe Tage, wo ich schwere normale Squats mache, ich habe Tage, wo ich schwere Pause-Squats mache. Also die Wiederholungen, die ändern sich halt von Einheit zu Einheit teilweise. Deswegen ist es für Einsteiger oder für allgemein für Leute, die den ganzen Trainingsplan nicht haben, relativ schwer zu durchschauen, wie ich mein Trainingssystem halt irgendwie organisiere. Aber das ist auch das Ziel des Ganzen. Also nicht euch zu verwirren, sondern ich denke halt von Einheit, also ich denke nicht von Einheit zu Einheit, also nicht jede Einheit für sich, sondern ich habe halt eine Spanne, so einen Monat und da mache ich mein Programming. Also mir ist es egal, wie ich an einem speziellen Workout praktisch performe. Also mir ist es nicht komplett egal, aber es ist nicht entscheidend. Es ist viel entscheidender, wie ich mich halt in diesem Monat entwickle. Ja, und deswegen ist es auch bei mir so, dass ich nicht viele Übungen auswähle, weil ich bin der Meinung, wenn du die perfekte Übung hast für eine spezielle Muskelgruppe, dann brauchst du ja nicht eine andere Übung noch zu machen, sondern du kannst einfach Variationen von dieser Übung machen und halt mit deiner Periodisierung ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber ansonsten brauchst du eigentlich die Übung nie wechseln. Für mich ist, wie gesagt, Squat für meine Bedürfnisse eben die beste Übung für die Beine. Deswegen mache ich auch fast nur Squats. Also für Oberschenkel mache ich eigentlich nur Squats. Ab und zu mal Bulgarian Split Squats, aber es sind ja auch Squats. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Trainingsfootage sehen wollt, wenn ihr mal vielleicht eine ganze Woche des Trainings haben wollt, weil ihr, wie gesagt, jede Einheit ist ja eben unterschiedlich, dann schreibt in die Comments. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Trainingsfootage, mit dem Squat-Footage eigentlich nur. Mein Beintraining besteht halt nur aus Squats. Ja, und euch natürlich noch einen extrem geilen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out!